Freis! Wir sind mal wieder vom Promi-Flash heute. Es gibt mal wieder zwei Influencer, die sich extrem beefen. Und zwar haben wir einmal Kim Carvalho und Mori. Beide sind extrem verstrickt. Vielleicht muss der Dreh abgebrochen werden. Wir wissen nicht, was passiert. Willkommen zu einer wunderbaren weiteren Obi-Folge. Leute, der Kanal ist nicht verstaubt hier. Ein bisschen Staub hier. Wir müssen wegmachen, aber wir sind wieder da, Freunde. Ich habe eine mega geile Idee. Ich habe ein Bauteam heute dabei. Bauteam Reinitzfeld. Stell dich mal kurz vor. Hallo, wer bist du? Hallo, ich bin Moe, ich bin Content Creator. Hier geht's spannend weiter. Hallo, ich bin Maria. Same. Ich bin Kim, Marabella. Wunderbar. Ich bin 20 Jahre alt und ich mag gern. Okay. Ja, das ist nicht so interessant. Ja. Ihr werdet heute unter meiner Führung arbeiten müssen. Ich habe eine ultra geile Idee. Leute, wir müssen irgendwie mal was zurückgeben. Wir müssen ein bisschen Danke sagen. Die wissen jetzt noch nicht ganz was davon, was wir machen werden, aber die werden das schon mega lustig finden. Also ich habe hier so ein kleines bisschen was vorbereitet hier, ne? Wir sagen, wenn der erste Auftrag an euch ist, befördert bitte das einmal bitte nach oben auf den Tisch. Sollen wir das Ganze? Das Ganze Ding, ja, das Ganze. Hau das Ganze Ding. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was ich damit machen will. Vatertag! Ich halte es immer noch! Vatertag, ja. Okay. Also, wir sind cooler als Vatertag. Wir sagen jetzt alle, komm her. Das können wir alles machen, denn wir brauchen nur die Base hier. Ach so! Denn das wird alles viel größer. Das ist alles auch langweilig hier. Das wird, okay. Das wird eine richtig fette Sache. Also machen wir kein Picknick. So, ich würde sagen, das hier können wir schon mal alles hier wegwerfen, Leute. Hier, weg damit. Wir haben ja nur. Das aus, ja. Das aus. Oh. Nee, das müssen wir noch behalten, das müssen wir noch behalten. Hier, so. Okay, okay. Das machen wir mal weg hier. Ach, wegschmeiß. Komm. Ja, okay. Hey, ich gebe euch jetzt ein paar Aufgaben, okay? Also ihr müsst euch jetzt so aufteilen. Das hier werden nachher Augen werden. Kann man das sich schon vorstellen? Ja, oder? Ja, also ja, eigentlich sieht jetzt schon aus. Okay. Sieht auch wie Auge, oder? Ja, sieht auch. Ja, dann würde ich sagen, du machst das eine Auge und du machst das andere Auge. Ich habe eine Sache weggeworfen, die ich hätte nicht wegwerfen sollen. Die brauchen wir wieder. Ich bin hier der Bauleiter, mein Lieber. Okay. Das tut mir leid. So, wer möchte? Jonas, dann machst du den Mund. Ja. Yeah. Ja, aber das sieht bis jetzt schon fast aus wie ein Mund. Das muss jetzt nur noch ein bisschen mundiger werden. Kriegst du das hin? Ja, mit so ein bisschen Ecken und Kanten und Rundungen und so. Könnt ihr euch schon vorstellen, was das hier für eine Mega-Hammer wird? Moritz, du hast hier drei Sachen getan. Leute, ihr habt die Vision nicht. Das war echt, du hast Mund. Die Vision. Das enttäuscht mich, ihr habt die Vision nicht. Und Räder. Nicht. Könnt ihr das nicht kombinieren, wie krass das wird? Ein rollendes Gesicht. Nope. Ich verstehe nur noch den Sinn nicht so. Weißt du? Der Sinn ist, dass wir Obi mal Danke sagen müssen. Weißt du, ich bin jetzt schon so lange hier bei Obi vertreten. Ja. Und ich habe mir da was überlegt. Ich weiß nicht, ob die es jetzt so feiern werden. Ich glaube, die werden es ganz cool finden. Wir werden es herausfinden. Wir machen es einfach. Okay, das Auge und ist in Ordnung. Ja, wir müssen aber zusammenarbeiten, wie gesagt. Ich messe in der Zeit irgendwelche Sachen bloß aus, obwohl wir keine Aufgabe. Wir müssen es ausschneiden, weil ich glaube, das sind zu große 40 cm. Ja, ja. Wir haben so einen Zirkel. Und das hier? Ich glaube, das sind jetzt gerade 85 cm. Bauleiter. Ja. Wir machen hier so eine Pupille und dann guckt er so in die andere Richtung. Ja, das wäre cool. Ja, okay, genau, schon, machen wir einfach. Also wir machen jetzt einfach hier so einen Kreis, ja. Dann sieht das aus wie ein Auge, weißt du, dass in eine Richtung guckt. Hier so einen Kreis einmal. Ach, der geht so ins Holz. Wow. Schau, was denn diese attraktive Person hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, und das Gleiche machst du jetzt. Nee, du, weißt du, wir machen alles. Du machst da ich mal an. Willkommen bei der chaotischen Obi-Folge, die es auf diesem Kanal jemals gab. Also, ich hoffe, man muss an der Stelle lass doch einfach mal ein Like da. So, ja, ne, wir brauchen natürlich nicht nur, das soll ja nicht Holz, ein Holzauge werden. Wir haben ja auch extra noch weiße Farbe hier. Das soll ein echtes Auge werden. Ja? Ich wusste. Muss ja nachher auch schauen können. Ja, ich mach das immer gern andersrum, weißt du? Erst. Ja, so dumm, weißt du? Mach ich. Ach so. Guck mal, so können wir effektiv arbeiten, weil ich merke. Ich, ich helfe mit sogar als Bauleiter. Ich hab sogar mal kurz gehört. Jetzt ergibt's Sinn. Hä? Das ist die Linse. Jetzt hast du die Vision. Ich find's auch geil, wie er auch einfach alles macht, ohne euch das zu hinterfragen. Willst du eigentlich nichts machen? Nee, ich bin der Bauleiter. Ich mach ja schon alles. Ich plane. Ja, okay. Ich habe ja schon so viel geplant. Nicht über den Rand malen. Hä? Wenn du es nicht achtest, schau, du musst mal sehen. Was macht sie? Hallo, wo bist du da? Hallo. Nee, mein Bruder, das ist Game. Du hast es doch nicht mit einem Bleistift reingemacht, sondern du hast es reingeritzt. Das sieht man doch immer noch. Was? Beef am Obi-Set. Ich weiß, wo ich das anmalen muss. Ja, wir sind mal wieder vom Promi-Flash heute. Es gibt mal wieder zwei Influencer, die sich extrem beefen. Und zwar haben wir einmal Kim Carvalho und Mori. Beide sind extrem verstrickt. Nimm mal hier die Klemmen. Ich höre nichts mehr. Ach so. Die Tür. Ja, genau. Wie mache ich das denn jetzt hier fest? Als Bauleiter bin ich da nicht qualifiziert für. Ich kann das. Ah, okay, dann kannst du kurz deine Aufgabe, dann übernehme darf ich kurz. Ich das? Du darfst kurz die Aufgabe des Bauleiters übernehmen. Du übermalst den Rand, ne? Oh nein, den darfst du, das ist nicht der Rand, ich meine anderen Rand. Und jetzt halt dann. Also musst du hier wirklich alles alleine machen, ne? Du kannst deinen Job wieder haben. Ich wollte eigentlich meinen. Achso, oh, das hast du schon übernommen. Wunderbar. Wow! Deswegen.
Traust du dich zu sägen? Ich weiß, ich traust du mir zu. Ich habe ein bisschen Angst vor der Säge. Oder? Wechseln wir. Aber egal, wir gehen rein. Ja. Wir werden natürlich hier auf alle Sicherheitsvorkehrungen achten. Ne? Also brauchst du hier schon mal hier deine Schutzbrauste. Ich habe leider kein richtiges Haargummi. Ja, das musst du auch. Ich mache jetzt mit Kabelbindern. Guck mal, ich mache jetzt ein DIY-Haargummi. Okay, ich mach mit. So! Period. Wow! Okay. Und Schutzbrille? Warte, wo ist jetzt hier meine. Ich muss noch abknipsen hier. Die Sicherheit muss am Set natürlich auch gewährleistet werden, weil sonst wäre es natürlich dumm. Pass auf deine Finger auf. Ja, ich bin der Bauleiter, ich kenne mich aus. Wir haben einmal die Brille, wir haben einmal den Feuerschutz und wir haben einmal dieses professionelle Haarband. Ich glaube, wir haben alle Sicherheitsvorkehrungen. Meine Achso, die Ärmel sind auch hochgekämmelt, natürlich. Ja, na klar. Das darf man natürlich nicht vergessen. Habe ich auch nicht vergessen als Bauleiter. Bin ich gesichert? Ich, ja. Du kannst starten. Hey, Mann. Hey. Ich hab Angst. Sehr gut, sehr gut. Wieso klappt das so gut? Also echt krass, ich bin fertig. Fertig? Oha, ja, hier so ein bisschen paar Lücken, ne? Mal Lückchen. Ja, du musst noch mit Schwarz übermalen müssen. Oha, guck mal, das ist schon crazy, muss ich sagen. Das ist schon. Also Freunde, bewertet mal, welches Auge findet ihr besser? Mein Auge und Ihr Auge. Mach das mal viel schöner, bitte. Freunde, welches Auge ist schöner geworden? Kommentiert ein rotes Herz-Emoji, wenn mein Auge schöner geworden ist. Dein Auge. Aber was ist? Beruhigt dich. Oh, kommentiert mein Auge. Ich meine, kommentiert ein Auge, wenn mein Auge schöner geworden ist. Ich höre gar nichts die ganze Zeit. Das ist aber irgendwo. Ich säge jetzt. So, immer wenn sie sägt, musst du Hammelmänner machen. Das ist. Und. Okay, Freunde, wir müssen jetzt einmal diese Dinger hier anschneiden. Die Dinger? Diese Dinger, genau. Was ist der fachliche Begriff? Der fachliche ist eine coole Metall. Wieso müssen wir das anschneiden? Für was brauchen wir das? Leute, weniger Fragen stellen, mehr machen. Einmal aufgepasst, Leute, wenn ihr mit Cuttermesser hantiert, immer von den Händen weg so schneiden. Nicht so, sondern so. Ne? Nur, dass ihr es wisst. Arbeite schneller. Das verlangsamt alles. Pass auf, Abstand. Okay. Mehr Produktivität. Schneller. Kannst du nerven? Nein. Aufhören, auf. Herr Bauleiter! Oh. Hallo? Das ist hier normal, das darf man hier. Okay. Ich als Bauleiter mach jetzt auch mal selber was. Ja, okay, passt. Wow. So, easy. Mach noch eins hier. Ja, okay, ja, okay. Okay. Fassen mit den Fingern. Sorry, hab ich die ganze Zeit. So, ja, das hier, wir können die Säge da einmal rein und dann geht's weiter. Ach Leute, ihr haltet nicht bei meiner Arbeit auf. Das geht um meinen Bauleiter. Hallo, hallo, hallo. Nein, das ist unfair. Wie man an dieser Folge erkennen kann, ist mir Struktur und Produktivität, vor allem ist es die Effizienz auch am Arbeitsplatz gewährleistet, ist sehr, sehr wichtig für mich. Guck mal, meine Nase atmen. Ein gutes Beispiel für eine produktive und effiziente Mitarbeiterin ist zum Beispiel das hier links. Buchen Sie uns, wenn Sie mal irgendwie mal einen Umbau geplant haben, buchen Sie uns gerne mal. Wir kommen gerne vorbei. Ich als Ihr Bauer, da steht ja auch gerne an Ihrer Seite. Also ja, melden Sie sich gerne. Melden Sie sich. Das Mikrofon ist auch mit dabei, Freunde. Wir kommen vorbei mit der Säge. Das ist unser offizieller Song, den haben wir gestern, genau. Ich lebe jetzt! Und damit ist es fertig! Unser Mund, meine Freunde! Herrlich gut gemacht! Und die Frage ist natürlich, ein guter Mund ist natürlich kein Mund, weil er keine Zunge hat. Bam! Wow, die komplette Fläche ist frei, meine Freunde. Und ich habe euch jetzt was mitgebracht, und zwar diesen Teppich. Denn, Leute, was wäre denn ein Mund ohne Zunge? Nichts. Ein zungenloser Mund. Deswegen machen wir jetzt eine Zunge da rein. Und ja, ihr könnt euch dann selber entscheiden, wie die Zunge macht. Da gebe ich euch frei in Wahl. Wahl? Also wir sollen eine Wahl machen. Ihr macht das, ich möchte mit Maria gerne. Ja, lass uns doch mal hier meinen Mund fertig machen. Genau, genau. Ihr macht doch so, ihr könnt auch mal, wir so eine Umrandung hier machen. Das müsst ihr einmal hier so rum. Das sind die Lippen. Ne? Genau, das muss einmal hier so rum und dann am besten hier mit Kabelbindern festmachen, damit das klappt. Ja, ich hab schon erfahren. Ja, easy. Okay. So. So, ab hier musst du übernehmen, Bro. Okay, okay, kein Problem. Easy. Too easy. Okay, Freunde, ich weiß, es funktioniert nicht so ohne mich, aber ich muss jetzt leider ganz kurz einmal gehen. Du kannst einfach gehen. Absolut. Ich werde dich befördern zu meinem neuen Bauleiter. Bauleiter 2.0. Ja, wir sehen uns. Okay. Ich muss was erledigen. Wir sehen uns gleich. Ciao, ciao. Stabil. Stark, okay. Okay, ich mache noch ein Loch. Sehr stark. Okay, andere Seite auch. Ja, ja, stark, stark, weiter, genau, weiter, weiter. Bis zur Kante, richtig, weiter. Ecke, Kante. Ja, ja, das ist so schlau. Das ist das Schlauste, ne? Super. Okay. Mach dann mal auf der anderen Seite. Ich bin Bauleiter. Du machst das. Ja, ja. Ich bin das Bauunternehmen quasi. Wenn die wissen, was ich mir für eine verrückte Aktion hier noch überlegt habe, dann ist das wirklich geisteskrank. Ich habe hier, ich tue das mal kurz hier einmal beiseite. Ich weiß noch gar nicht, wie cool das werden wird.
So. Ich glaube, Obi wird es lieben. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal hier weiter. Ja, machen wir noch die letzten Schrauben hier rein. Könnt ihr euch eigentlich mittlerweile schon denken, was sein würde? Ich meine, man sieht es sofort, oder? Man sieht es auf den ersten Blick. Also, Freunde, wir haben die Augen, wir haben den Mund, wir haben jetzt mittlerweile eine Zunge. Jetzt fehlt nur noch die Technik dahinter, Freunde. Und das mache ich hier. Jetzt bist du jetzt auch schon ready. Boah, so schwer. Okay, wir gehen mal rüber. Habt ihr mich vermisst, Freunde? Da bin ich wieder. Hier läuft ja alles, es läuft viel zu gut irgendwie. Ja, hast du uns was zu essen mitgebracht? Und das Ganze wird jetzt Sinn machen, Freunde. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Das ist echt ganz und los, schwer. Das darf nicht kaputt gehen. Das ist echt extrem aufwendig gewesen. Oh. Ah, ja. Das Ding ist wirklich geisteskrank. Und das wird jetzt alles zusammen verbunden. Dann wird das richtig cool. Vertraut. Also, ich wusste gar nicht, dass du Ingenieurswesen studiert hast. Gibt's noch irgendwelche Fragen? Was ist das? Ist das nicht offensichtlich, was es ist? Nein. Nein. Ihr seht's nicht! Ich sehe hier gerade was. Das, hier ist ein Scharnier, hast du verbaut. Genau. Man kann es öffnen. Was? Hier auch? Was ist das? Hier ist ein Rohr, ein Staubsauger oder so drin. Was ist das, Mann? Was hast du hier gebaut? Müssen wir da unsere Sachen dranhauen? Das ist schon mal richtig. Okay, das aber ist ein... Den Rest müsst ihr jetzt herausfinden. Hey, müssen wir jetzt nicht umdrehen? Wohin? Oder warte mal. Also ihr versteht immer noch gar nicht, was hier abgehen wird. Ich versuche es. Absolut kombiniert nicht. Kombiniert doch mal hier. Ich vermag das gerade. Kombination. Also das sieht cool aus. Guck mal hier. Und dann noch das Mikrofon. Na egal. Gut. Wir gehen mal kurz in den Obi-Markt rüber, oder? Wir werden Obi damit einfach Danke sagen, weißt du? Wir müssen aber was zurückgeben. Komm, wir gehen rüber, Leute. Let's go. Okay. Stimmt, mein Mund mit. Ihr macht das, ne? Jetzt seht ihr die Vision, oder? Wunderbar, oder? Ich bin dankbar. Einfach. Eine rollende Bühne ist das Ganze nämlich. Ist das nicht wunderbar? Wir haben auch mehrere Special-Funktionen. Das war einmal dieses wunderbare Mikrofon. Und das Mikrofon war noch lange nicht alles, denn wir haben noch bewegende Augen. Mori, willst du mal hier unseren Controller, willst du mal den Controller anmachen? Ich habe extra hier den Controller programmiert. Darf ich? Du darfst. Oh yeah! Funktioniert! Wir haben auch Nebel. Lieber Obi-Mark, willkommen zu der besten Show. Wir geben mal ein bisschen was zurück. Wir machen eine kleine Show hier im Obi. Lass es die Performance beginnen. Okay. Wir sind geboren, um zu segeln. Moritz, was macht ihr hier? Wir machen eine Show hier für euch. Ihr steht hier mitten im Eingang, Leute. Wie sollen die Kunden hier reinkommen? Das ist doch eine Show, das ist für euch. Ich dachte, als Dankeschön. Hör mal, hört mit dem Käse auf. Komm, baut hier alles ab. Ne? Ist jetzt Feierabend hier, ne? Wir haben so lange gesehen. Ey, guck mal, die Augen drehen sich. Mach doch mal. Ja, ist mega geil, ne? Aber. Ja, du bist doch selber. Wir sind geboren, um zu segeln. Ja, okay, wir nehmen unsere Sachen und gehen. Ja, das ist schön. Ja, wir lassen es aber hier stehen. Wir nehmen das hier mit. Viel Spaß. Den Salat auf jetzt selber. Könnt ihr den Salat selber behalten hier. Okay, Leute, hier raus. Ciao. Für euch. Ja, Freunde, wir dürfen leider doch keine riesige Show machen im Obi. Einfach mal ein bisschen vorher Bescheid sagen, ne? Dann hätten wir es auf jeden Fall draußen auf dem Parkplatz machen können. Kommen alle Leute rein, ihr hättet die größte Fläche gehabt, ne? Aber Leute, ihr seid zu spät. Wir haben Kundenbetrieb hier, ne? Es ist Wochenende. Hast du mal gehört, wie engelsgleich meine Stimme ist? Also deine Töne, ne? Geht auf jeden Fall besser, Junge. Aber hast du gehört, wie engelsgleich, das war Englischstimme, war das? Auf jeden Fall, geile Idee. Also, ne, falls ihr wollt, dass wir auch noch mal irgendwo anders auftreten, schreibt einfach in die Kommentare, wo wir noch mal auftreten sollen. Wir haben noch ein paar Seifenblasen. Klar, wir kommen mit unserem Zungengerät überall hin. Dann wird es auch nächstes Mal
viel lauter hier. Dann ist es doch ein Deal. Wunderbar. Kriegen wir hin. Alles machbar. Freunde, wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. Machen wir mit Obi. Und bye, ja, bye. Dann treten wir vielleicht irgendwo anders nochmal auf. Bye, bye. Tschüss. Ciao, ciao.